Ja, mal etwas kürzere Folgen, das ist schon in Ordnung so, damit wir ein bisschen mehr schaffen heute. So. Boing. Boing, boing, boing. Ja, warte, ich boing, drücke. Boing, boing, boing. Oh, au. Ich hab Okay, mir den Kopf gestoßen. Es läuft. Also ich schiebe ja jetzt echt Paranoia hier, ne? Ich hab mir den Kopf gestoßen. Oh, oh. Also nehmen wir eigentlich jetzt bloß in der nicht Nacht raus. Auf. Egal, was soll's. Ich bin gesenst. Ich nicht. Fleck, du darfst mal was sagen. Ich hab doch gerade schon anmoderiert. Soll ich hast du jetzt gar noch nicht. Mal? Hast du gar nichts gesagt? Dann sag ich hallo, ihr Lieben da draußen. Hallo. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn nach der Zeitrechnung, wenn wir Mittwoch hochladen? Was haben wir denn heute? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich so sensed. Welche Folge sind? Ich guck mal nach. Ich gucke nach. Ich gucke in meine Kalender. Mittwoch, erlicht. Freitag. Jetzt ist er erst tot. So. Sonntag. Also mir fehlt ja die eine Folge. Wir werden, glaube ich, es müsste die Silvesterfolge sein, wenn ich mich nicht verrechnet Silvester. Habe. Wir müssen jetzt Korken knallen. Was Korken knallen. Also wenn diese Folge wirklich auf Silvester fällt, bin ich dafür, dass wir die irgendwie dementsprechend kurz vorher hochladen. Aber je nachdem, wie lang sie ist. Kurz vor ja Mitternacht. Was? Nein. Guckt doch auch keiner. Fleck, was haust du denn da auf? Ich mache Löcher wir haben in das unser hier Haus. Extra zugemacht. Ich will da rausgucken. Oh Mann. I want to look out. Ich kitzel jetzt Fleck mit einer Feder. Kille, 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 kille. Bin nicht kitzlig. Jedenfalls nicht in hier. So, bah, was ist das hier? So, Jenny, willst du mal deinen komischen Hopfenzieht-Arm hier und deine Mechanical Parts hier bitte? Ja. Da. Was machen wir mit Hopfen? Super. The bat? Oh, hier Bier. Geht's Black, wie viele Coins hast du jetzt? Ich hab alle an Jenny abgegeben. Ach, Jenny, und du hattest denn nur noch 15, okay. Flaggy. Ja? Ich habe gerade eben einen super tollen Kommentar gekriegt bezüglich der Höhe. Der was? Der Höhe, wo wir uns befinden, wie viele Blöcke Unterschied es sind. Wo bist du denn? Ich bin ganz oben. Und zwar, wenn wir die Karte aufrufen, ja. Na, steht unten links Elevation. Oh. Wir sind jetzt gerade bei -3 Metern. Ich gucke gleich. Das hat der Kommentator bei mir auch gemeint. Und ich wusste nicht, was er meinte. Und ich habe dann geschrieben, Elevation. Jenny. Ja, also, Jenny, ich sehe dich. Ja. Ich sehe dich, Jenny. Ich schieße dir jetzt durch die Beine, ja? Nicht bewegen. Wem, mir? Zack, durch die Beine. Ja. Der Kommentar kam vor einer Stunde. Guck mal nach. Elevation, Tatsache, ich bin jetzt auf 0 Meter. Also ich hier oben gerade. Warum bin ich auf 0 Meter? Weil wir auf -3 sind. Warum seid ihr auf -3? Ich hätte gesagt, ich bin auf... Aber egal, auf jeden Fall ist es ein... Nee, das kommt aber hin. Guck mal, ein Block, wenn wir... Man kann es wirklich sagen, ein Meter ist ein Block. Du bist 3 Blöcke über uns. 1, 2, 3, ich ja. Man kann sagen, ich stehe über euch. 1, 2, 3. Schenkelklopfer. Oh, ist ja finster hier draußen. Jolle, wo bist du? Jolle. Ich sehe hier unten meinen Mann. Was willst du jetzt von mir? Wo bist du, Jolle? Was? Wie ist der Kerl da hochgekommen? Da bin ich da hochgekommen. Haha. Jolle, ich sehe dich. Wo ist er hochgekommen? Ja, und? Ich sehe dich, Jolle. Aua. Bandite. Hast du mich gerade gehittet, Alter? Nein, ich habe auch eine gedengelt gekriegt. Ich weiß gar nicht, wovon. Hör auf, mir eine zu semmeln, ja. Was nicht, ja. Also guck mich nicht an. Hör auf, geh eine Kuh aus. Ich schmeiße mit allen Sandwiches nach dir. So mit ranzigen, schönen Schimmelkäse. Sehr froh, dass ich keinen Pupa habe. Gerade so, ich glaube mal, zu diesem Zeitpunkt ist gerade ein LKW in den Berliner Weihnachtsmarkt gerasselt. Oh. Was? Ja. Was? Ja. Was? Mein Freund hat gerade NTV an, guckt die Nachrichten dort. Und da kam unten gerade im Banner, LKW ist in den Berliner Weihnachtsmarkt reingefahren. Da hat einer zu viel Glühwein gesoffen. Ja. Echt jetzt? Okay, welchen Weihnachtsmarkt? Weißt du das zufällig? Nee, das steht da nicht. Das steht halt nur in Berliner Weihnachten.
Mehrere? Und mehrere Tote sind es. Ach du Scheiße. Charles? Jetzt. Was? Ach, du ahnst es nicht. Momentan gehen die Leute davon aus, also die Ermittler davon aus, dass es ein Anschlag war. Ihr wisst aber schon, dass wir hier nicht live sind. Jetzt denken denk die Leute, wenn sie das sehen. Oh, gut, okay. Silvester gibt es keinen Weihnachtsmarkt. Ich glaube, viele wissen, dass man auch im Voraus aufnimmt, ja, und nicht jederzeit, jeden Tag bald hat aufzunehmen. Das ist seit Jahren so und ich glaube, da wird sich keiner mehr fragen, warum man alte Informationen noch manchmal hat. Weil das in dem. Ja, aber ich fand es jetzt gerade sehr interessant. Los, Jenny. Also nicht interessant, aber informativ. Dings und dann pop es weg. Ich war erst letztens auf dem Weihnachtsmarkt. Ich finde das dann immer so schockierend. Und du bist ja auch in Berlin, Flag. Ich bin auch in Berlin. Ja. Ich in Berlin? Nein. Da geht's weg. Noch 3 Stunden, dann gehen wir nach Hause. Oh, dann können wir dann können wir das ja richtig durchplanen. Was durchplanen? Na, hier mit dem Tunnel, wenn wir die Elevation jetzt haben hier, warte mal. Ja, das könntest du dann machen. Der Burr näher. So, der Burr näher. Ja, siehst du mal, so manche Tipps im Nachhinein kommen gut an. Ich nehme dich jetzt übrigens nicht mehr ernst. Du hast keinen Bart, du hast keinen Rock mehr. Ja, was soll ich denn machen? Tut mir leid, ist aus für dich. Ja, da hast du den Rock wieder, bitte sehr. Ja, super, endlich sieht das mal wieder aus wie Flag. Tolle Knolle. Aber mein Bart, da bin ich echt angepisst. Ja, gar nicht. Wächst doch wieder nach. Mein Bart. Ich fürchte, der hier nicht. Ich wünschte mir auch, ich würde abnehmen. Ach so, ich dachte, du wünschst dir jetzt auch, du willst einen Bart haben, aber gut. Wieso eigentlich nicht? So ein Bart, so ein stylischen. Oh, mir fehlen noch 10 Skill Points, dann könnte ich das nächste Level vom Steelsmithing machen. Oh, damit auch die Mechanical Parts, ne? Oh ja, jetzt geht's. In die Nähe rücken. Ration. Ach du Scheiße. Also bei mir die Antibiotika. Ich brauche jetzt wirklich Antibiotika. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ach du Kacke. Yolle Five. Willst du dir einen Painkiller mal reinpfeifen? Bringt, glaube ich, nichts. Versuch es. Hab ich schon. Achso. Nimm ruhig auf. Was ist das für eine komische Musik? Oh, das geht rasant runter. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr zum Händler. Ich muss direkt nach Hause zischeln. Weil sonst ist hier. Die Kacke am Dampfen, ne? Bin ich out. Bin ich out of control. Geil. Ey, ich möchte echt mal wissen, was passiert, wenn du diese Kretze echt diese 7 Tage lang hast, ne? Na, dann wird sie zum Zombie. Ich habe nur noch 1:51 in-game. Also. Dann bist du noch, bevor du. Ja, müsstest schon. Du jetzt loslaufen. Ja. Tschüss, ne? War schön mit euch. Ich leg mal schon mal ein paar Sachen einfach ins Inventar, ne? Ich meine, das kann ja nicht. Wollte ich gerade sagen. So, das haben wir. Vielleicht leg ich da einfach mal alles ab. Was willst du ablegen? Ich will jetzt nichts mehr in dem Gürtel unten. Weil sonst. Okay, gleich. Voll um! Soll ich nachhelfen? Also jetzt habe ich noch 1:50. Ja, das geht halt rasant runter. Du musst nur einen Ton sagen. Ich guck mal. Hör auf. Hör mal auf. Ich glaube, Bob hat noch eine Pille. Die kann ich mir kaufen. Wenn Bob eine Pille hat, ja, dann musst du fix hin. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt reinkommst. Du musst nur einen Ton sagen, nee, Jole. Ach, stimmt. Ach, der. Ach, scheiße. Der macht, glaube ich, auch erst ab 6 oder 7 oder so macht er auf. Olle, Sachen tun, ich erlöse dich. Flecki. Aber sie ich halte das die restliche Nacht mit dir hier auf dem Dach nicht aus. Aber sie ist todkrank. Ja, und Jolle möchte ihren Rest des Lebens noch mit uns verbringen. Wir releasen sie doch nur. Also wenn, dann würde ich gerne den Rest meines Lebens nur mit dir verbringen, Jenny. Mit ihm muss nicht sein. Es ist ja der Rest deines Lebens. Oh, danke. Ja, bitte. Darfst du sogar aussuchen, welche Kopfseite? Links oder rechte Schläfe? Links, bitte. Links. Fahrer auf der Flucht? Ja? 1:49. Na, ein bisschen Zeit ist noch. Was hast du denn im Gesicht? Ach, du hast. Ah, Gott, hier, Jenny ist voll gepierst. Immer noch runter. Oh Mann, habt ihr was zu essen bei? Ich glaube, es lohnt sich eh nicht mehr bei mir.
Ein Ei. Jolle, du fragtest doch, wo der ist, ne? Das ist, im Hintergrund leuchtet die Reklame von Berliner Morgenpost. Ist überall. Ach, du meinst es wegen dem... Gedächtniskirche, sagt er gerade. Okay. Okay. Havana Gila. Batida Havana Gila. Irgendwas mit vier Spuren in der Straße. Ja. So, noch? Ich mein, sind wir mal ehrlich, ja? Wir als Berliner. Ohne Witz jetzt mal, ne? So, ich als Berlinerin, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, Fleck. Ja. Ja. Ich rechne schon seit Jahren mit einem Anschlag und es ist nie was passiert. Nie. Ich als Berlinerin, ich habe mit nichts gerechnet. Also das kann schon das sein. Nils hat gerade schon gesagt, das ist bestimmt nur einer, der eingepennt ist, aber das... Der hat einfach einen Glühwein zu viel gesoffen und ist dann da reingekachelt. So. Nee, der Tatverdächtige ist auf der Flucht. Zwei. Tatverdächtige ist auf der Flucht. Eins. Der hat auch noch überlebt. Mann, ey. Woran soll er denn draufgehen? Bam. Sicher nicht. So, Jolle, du hast überlebt. Auf nach Hause. Nee, ich muss jetzt erstmal... Ich muss jetzt bei Bob... Oh, ich weiß nicht, schaffe ich das mit Laufen? Weiß ich nicht. Ansonsten, wo bist du? Give me your money und ich gehe hin und gucke. Give me your money. Der hat eh noch nicht auf, ne? Eine Stunde so, ich schaff das nach Hause. Gott, komm, also, go, auf nach Hause. Jeder gute Läufer, mein Vater war ja Runner. Soll ich dir das Geld trotzdem geben? Nö, brauchst du nicht. Der hat immer so einen Anfeuerer, der ist mit ihm mitgelaufen und hat gesagt, los, du schaffst das. Nur noch ein kleines bisschen, noch 10 Kilometer. Los, Jolle. Vor allem, wenn man hinter dir läuft, sieht's einfach zu göttlich aus, das Ganze. Bitteschön. Ich mach noch einen Schlenker zum Airdrop, ne? Ist euch klar. Ja, weil. Nee, das mache ich. Oh, das mache ich. I makes it. Ja, du musst deine Kratze heilen. Zombie-Töse, bitte. Ja, obwohl, Kratze. Das wäre doch mal als Zombie-Kratze. Schön, mal rauszufinden, was passiert, wenn sie das Ding 6 Tage hat. Ich hab da nur noch eine Stunde, noch was. Das, und was passiert ich hab wahrscheinlich, da? Ich glaube, ich hab einfach mehr eingeschenkt bekommen. Wahrscheinlich habe ich von mehreren Zombies das gekriegt, deswegen geht's gerade so schnell. Und dann bist du tot, oder wie? Ja, dann falle ich einfach um. Wie uncool. Weißt du das echt? Ja, man fällt um. Haben wir das schon mal erlebt? Nee. Ich hab's mal privat erlebt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wenn, dann falle ich einfach nur um und bin tot. Ey, guck mal ins Autochen. Eine Schaufel. Oh, eine Stahlschaufel. Stahl? Nehmen wir mal also Eisen, weiß ich nicht. Jedenfalls keine Steinschaufel. Iron Shovel. Ja, aber sehr gut. Mit. Vielleicht finde ich ja jetzt hier auch noch irgendwo in irgendeinem Kackbaumstumpf eine Pille. Das ist manchmal auch der Fall. Wenn nicht, gehe ich halt drauf, ja meine Güte. Ich werde sie nicht mehr los. Wie regel ich das bloß? So. Ich habe ein Haus gefunden. Das Haus kennen wir aber schon. Ach, Fleck, was machst du denn hier? Ich laufe. Aber du in die falsche Richtung. Warum? Ich laufe doch nach Hause. Ja, was machst du denn dann auf meiner Ecke? Ich steuere Richtung Airdrop. Ich steuere auch Richtung Airdrop. Ja. Aber du willst doch nach Hause. Ja, das liegt doch beides in eine Richtung. Das ist korrekt. Oh, Fleck, der Hirsch brennt. Der weiß. Der Hirsch brennt. Hab ihn. Mutet ihr euch den Hirsch noch? Hast du ein Dingsbumsmesser? Ja, hab ich, aber ich habe auch. Hast du Platz? Burning Zombie. Ich muss ihn erst vorher töten. Ich hol mal den Hirsch. Blake, du kriegst Besuch. Und was? Nein, von dem Typen da. Der will gar nichts von mir. Machst du das da? Dann. Nee, ich mach das hier gar nicht. Guarde ich? Nee, nicht du, ich meine Jenny. Oh Mann, oh, Scheiße, wo muss ich denn. Danke, Fleck. Ja. Oh, nee. Irgendwo muss noch ein Brenner sein. So, ich hab ihn, Fleck. Plauzi. Fall um, du kleiner Rübel. Ach, Laptop, wo der Pfeffer wächst. Ah, was soll's. Wuhu! Juri Arvet. Aufregend. Ja, also mit dem verbrannten Biom kann man ja dann philosophieren,
ob die Apokalypse eine atomare Ursache hatte. Oder? Ja, ja, weiß ich nicht. Es gibt ja auch die radioaktive Zone in Nervous Gain. Eben, also, jetzt ist die Frage, haben die Zombies die radioaktive Apokalypse ausgelöst oder die radioaktive Apokalypse die Zombies? Wie seht ihr das? Das schreibt hier, uns eure Meinung unter dieses Video und schön liken und abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Kotzwild. Das ist ja für Seven Days ja eh nicht so wichtig, wie sich das hier jetzt hier legitimiert. Sind halt Zombies da. Ist schon immer so gewesen. Täten. Es wird auch immer so bleiben. Genau. Und wie das Ganze zustande gekommen ist, ist es wurscht. Ich glaub mir hier. Ich wollte gerade sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ist ja schon. Ganz korrekt. Aber es ist auch fast schon wieder so weit, ne? Wenn wir kürzere Folgen machen. Wie gesagt, wir machen ein bisschen kürzere Folgen. Ihr wisst Bescheid. Wo war Jorle denn? Ach, Jorle ist irgendwo da hinten. Jorle wird irgendwann unterwegs an der Kretze verrecken. Wir mussten sie zurücklassen, sie war zu schwach. Ich tippe hier gerade übers Meer, damit ich hier, keine Ahnung. Diese Jorle ist schon mehr tot als lebendig, die kann schon übers Wasser gehen. Flecki, hast du noch eine Flasche Wasser für mich? Komm her. Okay, manchmal bricht es halt so schon aus mir raus, ne? Liegt hier, irgendwo. Hast so, du? Wie weit ist er denn noch? Ja, ich hab die Flasche Wasser. Und fühlst du dich wie Flasche leer? Hier ist eine neue, bitte sehr. Kennt ihr Super Ricci? Ja. Super Ricci. Pass auf, ein Hochholz. Wer? Bumm. Lass mich Ruhe. Guck mal, die Zombies, die greifen nicht mal mehr an. Ich bin schon so wie die. Na dann. Vielleicht fällst du dann gar nicht mehr auf. Das kann ja sein. Kannst ja mal gucken, ob du dich unter ihm bewegen kannst. Das wird nicht klappen. In The Walking Dead. So wie in The Walking Dead, ne? Da reicht das ja, wenn man sich ein bisschen mit Zombie-Geschmodder einschmoddert. Ach du Scheiße, ein Bär! Ach du Fuck! Sag mal, Jenny. Sag mal, Flaggy. Du hast doch schon Fleisch, oder? Ja. Fleisch! Was denn? Fleisch! Reiche Fleisch! Treff den Blöden. Aber du blödes Stück! Du affriesigen, feinklaffigen, fein Chatter! Oh, make something get you warmer up! Ja, danke! Was? Muss jetzt diese Ausdauer. Ich treff den nicht. Ich hab ihn erwischt. Jenny, komm her. Nee, Fleck. Ich bin jetzt schon so weit von hier weg. Sie schob sich mit letzter großer Mühe über den Horizont. Der Hügel sollte kein Hindernis werden. Was erzählst du denn du da? Bald würde sie zu Hause sein. Oh Gott. Zombie. Oh, Halleluja. Ich bin's nicht. Ich bin's noch nicht, glaube ich. Oh, Bild in Campfire. Ja, ist ja gut. Was hast du? Mann, mir ist saukalt. Ich hab die Zombie-Töse. Ich geh gleich drauf. Stimmt, mir ist auch kalt. Vielleicht sollte ich mir mal einen. Oh, die Infektion. Ja, 0 Grad, ne? Hab nix. Die Infection ist ein bisschen eingefroren. Gerade war, schon vorhin war 1 Stunde 40, jetzt auch 1 Stunde 40. Also sieht gut aus. Sieht gut aus. Kann doch gerettet werden. Oh. So, Jenny, du holst die Erdropse. Ist doch nur einer. Kann ich mir das ja sparen. Ich roll jetzt mal einen Berg runter. Was machst du? Oh, da oben wohnen wir. Wieso wohnen wir denn auf dem scheiß fucking Berg? Ihr wolltet da oben drauf wohnen. Oh. Ruf auf den Berg. Jetzt wird mir aber kalt. 24 Grad. Fahrenheit, Celsius. Minus 3, aber es liegt auch daran, dass wir jetzt hier die ganze Zeit unter Wasser, unter Regen laufen. Im Regen. Legt erstmal eure komische Plate ab. Ich bin bei minus 4, ich kann schon mich gar nicht mehr bewegen hier. Die Chestplate habe ich gar nicht dran. Los.
Bald bin ich da. Schieb dich einen Berg hoch. Hey, immerhin habe ich Federn gesammelt. Ja, ich habe auch ein paar. Oh, echt, das hilft, wenn man die Rüstung auszieht, ja? Ja, ne, die Metallrüstung, die kühlt doch so sehr. Kühlt. Hm. 22 Grad waren halt. Ja, die minus 2 Grad, Red, super. Red Banane kühlte bis vor kurzem auch noch, jetzt nicht mehr. Hilft jetzt nicht so wirklich. Waterproof. Ah, da ist... Ah ja, und die Blue Shorts, Jenny, die Shorts machen auch minus 6. Ich sehe die dicke Jorle. Jenny, zieh die Shorts aus. Ohne Shorts ist dir wärmer. Ich meine, wo bleibt die Logik? Aber man könnte meinen, im Frühling laufen manche Teenager genau auf dieser Logik. Die haben nichts an und wundern sich, dass am nächsten Tag eine Blasenentzündung haben. Das stimmt. Guck mal, Papa, bauchfrei bei minus 10 Grad. Aber wir müssen jetzt mal Schluss machen. Ich schieb mich jetzt hier noch einen Berg hoch. Spannender wird's auch gerade nicht. Ihr Lieben, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Jetzt sollte es schon neues Jahr sein. Wenn nicht, ist auch egal. Dann ist es beim nächsten Mal. Wenn nicht, ist auch egal. Ihr Lieben, wir sind weg, auf und davon, wie immer. Es grüßt die Chaos-Truppe. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Tschüss.